Also ganz ehrlich, unter uns gesagt, ist unser Nähkästchen natürlich auch heute wieder. Achtung, jetzt kommt's, Picke-Packo-Folge. Und aus der Schillerallee ins Nähkästchen gecruised, Miloš Vuković. Let's go und let's dance. Yep. Let's Dance, der Nähkästchen-Talk mit Cornelius Strittmatter und Erik Schroth. Eine neue Woche im Let's Dance-Universum und das heißt natürlich auch eine neue Woche bei Let's Dance, der Nähkästchen-Talk. Und wir haben für euch wieder die schönsten Sternstunden von Let's Dance zusammengepackt, kann man sagen. Katja lüftet wieder ein paar Kostümgeheimnisse und erzählt heute, ob sie denn eigentlich so ein, ja, so ein Notfallköfferchen dabei hat. Außerdem verraten Valentin und Valentina exklusiv, welche zwei Tänze sie am Freitag aufs Parkett zaubern. Und was haben wir noch im Angebot? Oh, wir haben gleich zwei Frag-Let's-Dance-Fragen, die wir beantwortet haben. Und das Ganze besprechen wir heute natürlich wieder nicht alleine. Seit 21 Jahren ist er bei unter uns. Er gehört da praktisch zum Inventar, kann man sagen. So lange, wie ich alt bin. Ja. So, Miloš ist bei uns, aka Paco Weigel, aka unser Let's-Dance-Experte. Hallo. Danke für die Einladung. Dass du da bist. Schön, dass du da bist. Was geht in dir vor, wenn du die Mucke hörst aus dem Intro? Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich heute noch so ein bisschen nervös tatsächlich. Also das war immer so kurz vorm Rausgehen irgendwie und da hat das Herz schon ein bisschen höher geschlagen auf jeden Fall. Wenn du jetzt so die aktuelle Staffel verfolgst, verfolgst du sie denn? Ja, ja. Wir fragen mal direkt. Hallo. Dann ist es ja super, super spannend. Wir haben es gerade am Freitag gesehen, ganz plötzlich Nikolas und Vadim einfach raus. Jetzt sind sie ja wieder zurück. Mhm. Super schade für Ilse, für die beiden freut man sich. Ja. Du hast vorhin gesagt, ja, meins war ja wahnsinnig erfolgreich, bis Show 4 hast du es geschafft, aber hast du damals in dem Moment damit gerechnet, dass an der Stelle vielleicht Schluss ist oder hast du eigentlich gedacht, du kommst noch weiter? Wie ist denn das? Also natürlich hat man sehr gehofft, dass man weiterkommt, ist ja ganz klar. Der Tanz war jetzt nicht so, ja, mein bester Tanz, sage ich mal. Welcher war's? Es war Salsa tatsächlich. So. Und, ist aber auch schwierig, ne? Ja, der Gag ist ja, ich hatte echt sogar noch mehr Zeit zu trainieren, weil das war nach der Osterpause sozusagen. Und da hat man ja, also man darf ja normal nur eine Woche trainieren, habe ich auch gemacht, ganz klar. Und vielleicht 8 Tage. Und man hat dann ein bisschen mehr einfach Freiraum sozusagen oder Freizeit. Und in dem Fall habe ich dann trotzdem es nicht geschafft, es gut hinzukriegen sozusagen. Also von daher, es war vielleicht dann auch tatsächlich, ja, gerechtfertigt. Aber klar, man hat natürlich gehofft, dass es weitergeht. Logisch. Wer zeitlich wenig Freiraum hat, das sind unsere Profi-Tänzer und Tänzerinnen, die ja immer so ein richtig krasses Opening hinlegen. Und man fragt sich als Zuschauer, wie schaffen die es eigentlich, sich in gefühlt 5 Sekunden umzuziehen? Wir haben es für euch rausgefunden. Ich habe die Bewegung schon gemacht. So nicht. Fragen, Fragen, Fragen. Vor allem, Leute, es hat uns eine Frage erreicht von euch, die uns auch brennend interessiert. Nämlich, wie schaffen es die Profis, genau, nach dem Opening sich so ratzfatz ins andere Kostüm zu werfen? Und wer kann uns das besser beantworten als ein Profi selbst, eine Profin? Profi-In. Ja, genau. Profi-In. Ja. Nämlich Renata. Und wie das mit dem Quick-Change geht, gucken wir uns jetzt an. Also, mitkommen. Oh, hallo Jungs. Renata. Hi, Renata. Wie geht's euch? Uns geht's super. Du siehst wie immer fantastisch aus. Vielen Dank. Ja, mit den Kostümen hat ja auch unsere Frage zu tun. Genau. Ja, ich glaube, ihr wolltet wissen, wie es im Quickchange aussieht. Wie macht ihr das so schnell? Dann kommt mit, ich zeig's euch. Erstmal gehen wir sehr langsam. Aber in Wirklichkeit ist das so. Oh Gott, ganz schön schnell. Normalerweise sind es 2, 3 Damen vom Kostüm. Super schnell helfen, da hängen die Kleider. Ja. Genau, hier hängen die Kleider. Und eigentlich, die Kleider sind schon bereit. Und Bart, wir verschwinden in diesem Kleider. Was eine Action! Und Renata, du vermittelst auch so ein bisschen das Feeling. Absolut. Wie schnell geht das? Also wie viel Zeit habt ihr? Oh Gott. Manchmal wirklich eine halbe Minute. Manchmal haben wir wirklich 30 Sekunden. Eine Dame macht die Haare, nicht die Haare, sondern eine Dame macht den Haken auf, andere zu. Dann haben wir noch Armbänder, dann müssen wir noch ab und zu Schuhe umziehen, auch Strumpfhose. Also wirklich einiges los. Aber oh Gott. Jetzt kann man sich ja nur so ein bisschen vorstellen. Ich meine, es ist gerade alles leer hier. Normalerweise seid ihr ja nicht alleine, sondern hier ist wirklich richtig viel los. Und zur Einordnung, also wir befinden uns quasi unter der Bühne, richtig, auf der Victoria immer steht, oder? Genau, richtig.
Wer kontrolliert am Ende nochmal, dass alle Reißverschlüsse zu sind, alle Knöpfe zu sind, dass da nichts irgendwie passiert auf der Tanzfläche? Da sind wirklich die Damen vom Kostüm, die sind so professionell, sie wissen ganz genau, wo jeder Haken sein soll, was alles zugeht und da passiert wirklich gar nichts. Boah, ich würde sagen, rennen wir noch mal raus, ne? Frage geklärt, vielen Dank. Ja. Und, ja. Quick, los, die Tanzfläche. Ciao. Sehr Quick Change. So viel Power, die Frau. Die hat so viel Power. Unfassbar. Ja. Milesch, du hast gerade gesagt, ich glaube, die Renata, die kann auch richtig im Training Vollgas geben. Du hast ja damals mit Katrin Hissenauer. Genau. Ja. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Training, wie das so für dich war? Absolut, absolut. Ich meine, sogar das erste Treffen war eigentlich so, dass sie direkt gesagt hat, ey, lass mal jetzt mal irgendwie so ein paar Figuren machen oder sowas. Mach mal irgendwie die Hände um mich herum. Dadada. Und die hat direkt gesagt, okay, du bist auf jeden Fall Standard und nicht Latein. Das hat sie direkt gecheckt. Und dann das erste Training war natürlich auch vor allem so irgendwie die Hüfte locker zu kriegen und so weiter. Das war natürlich schon echt hart, muss ich sagen. Schon. Locker ist sie jetzt. Ich muss sie genau fragen. Jetzt ist es viel besser als damals. Und nichts gerne vormachen. Damals nichts gelernt, aber auch nichts verlernt. Nein, es ist immer noch nicht so ganz gut, sag ich mal. Es ist schon ein steifer Hannes auf jeden Fall. Aber gibt es so eine Bewegung, einen Handgriff, einen Move, der dir im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, den mache ich gerne mal noch abends auf der Couch? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. So die Endpunkt. Schatz, bring mir das Bier. Genau. Das konnte ich schon vorher ganz gut. Nein, aber es ist schon eine sehr, sehr extrem harte Zeit, aber nicht nur für den Körper, letzten Endes auch für den Geist. Du musst ja die ganze Choreografie letzten Endes merken. Ich habe von den Tänzen teilweise nie was gehört. Ich meine, klar, langsame Walzer oder sowas, okay, aber weiß nicht, Jive oder Paso Doble und das alles, das war mir gar nicht so, also ich wusste nicht, was sind das für Bewegungen oder sowas. Und das in dieser Kürze der Zeit zu lernen, plus, wie gesagt, die Choreo letzten Endes. Und das dann am Freitagabend abzurufen, es ist einfach sehr viel für den Kopf letzten Endes. Und das ermüdet auch wahnsinnig. Das glaube ich. Man muss eigentlich allzeit bereit sein, ne? Und wirklich sich ständig auf neue Situationen so ein bisschen. Total. Ich meine, es war auch schon so ein gewisser Respekt davor, was ist, wenn du ein Blackout letzten Endes hast. Du musst einfach direkt weitermachen und darfst dir nicht anmerken lassen. Das war also toi, toi, toi. Es hat beim letzten Mal vor allem in der Generalprobe gar nichts geklappt tatsächlich. Und dann bei der Show natürlich, dann war es okay, sage ich mal. Aber es ist einfach eine super, super intensive Zeit. Das muss man schon so sagen. Und du trainierst jeden Tag. Dir geht es einfach eigentlich jeden Tag auch irgendwo körperlich nicht so gut und ja. Aber wie sexy hast du dich gefühlt auf der Tanzfläche? Wie sexy hast du dich gefühlt? Ich sag mal, man kriegt ja auch gute Outfits, ne? Und ist ja vielleicht auch eine ungewohnte Situation. Ganz ehrlich, ich hatte nicht viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie sexy ich bin oder nicht. Ohne Witz. Also du willst einfach da irgendwie versuchen, da irgendwie durchzugehen und du tanzt auch vor 1000 Menschen irgendwie im Studio. Yeah. Das ist ja jetzt leider nicht möglich, leider. Weil das ist auch eine super Erfahrung irgendwie. Ich vergesse auch nicht, als die erste Show da irgendwie war und dann kriegst du das alles so mit und ich bin dann die Treppe so runter und ich dachte so, boah, fuck, ey, eigentlich jetzt lieber auf der Couch hast du dich irgendwie. Hier eingelassen? Wäre jetzt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen gemütlicher, so irgendwie Chips, keine Ahnung. Aber dann, wenn es dann losgeht tatsächlich und du echt fokussiert bist im besten Fall, und das war ich Gott sei Dank, also vor allem bei der ersten Show, dann macht das einfach auch irgendwo total Spaß, muss ich schon sagen. Du kannst es auch im besten Fall einen Ticken genießen, obwohl es auch irgendwo innerlich echt ein krasser Druck ist, auf jeden Fall. Das glaube ich. Aber bleiben wir beim Thema sexy, die Dame, die dafür sorgt, dass man sich mehr als sexy fühlen kann und darf, ist natürlich unsere liebe Katja. Katja Kommens, die wunderbaren Kostüme schneidert. Und die verrät uns heute wieder ein paar Geheimnisse. Unter anderem, ob sie ein Notfallköfferchen hat. Ob es eigentlich Ersatzkostüme gibt, falls mal irgendwie während der Show irgendwas passiert. Und wie sie überhaupt die Show sieht. Ob sie die genießen kann oder Dauerdruck ist. Ich bin gespannt. Hallo, ich bin Katja Kommens. Ich bin verantwortlich für die Kostüme für Let's Dance. Und ich lüfte euch heute ein paar Geheimnisse. Klar, wir haben unten immer Nähzeug, Sicherheitsnadel, alles, was passieren könnte, dass wir wirklich schnell was machen können. Und außerdem haben wir immer die 2 Tage bestimmt 10 Nähmaschinen dabei. Ich meine, Gott sei Dank, bis jetzt ist nicht passiert. Wir haben keine Ersatzkostüme. Wir haben vielleicht manchmal für die Herren ein paar Hosen, die übrig sind oder irgendwie. Sonst haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir so gut nähen, dass das nicht, dass das wirklich tragbar ist bei der Show. Ich genieße die Show
eigentlich bei der Generalprobe am Freitag. Das heißt, meine Frauen sind sowieso irgendwo unter der Bühne, weil sie dann die Leute noch umziehen müssen. Und ich sitze vorne und schaue ich eigentlich dabei, ob nicht irgendwas abgerissen ist, ob das vielleicht doch die Änderungen sind vollkommen, dass mir das gefällt. Und dann versuche ich es zu genießen und einfach so ein bisschen entspannen. Das ist für mich die Entspannung. Fertig. Die liebe Katja, hattest du denn so ein Kostüm, wo du dich besonders wohl drin gefühlt hast? Besonders sexy, sagst du. Ja, du willst es doch jetzt. Ich habe das Wort doch vorhin schon benutzt. Sagen wir es, wie es ist. Hast du dich richtig sexy in einem Kostüm gefühlt? Also bei meinem letzten Tanz hatte ich Chucks an tatsächlich. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich rausgeflogen bin. Nein. Die Schuhe waren. Natürlich. Besonders sexy. Nee, also es ist alles, ehrlich gesagt, eher ein bisschen ungewohnt einfach. Weil es natürlich auch, sei es jetzt, es war alles so einen gewissen Glanz und sehr, sehr eng einfach. Und ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie besser, wenn es so, keine Ahnung, wenn es ein bisschen glitzert. Weiß es nicht. Nee, eigentlich war alles okay. Also ich will, es hat ja auch immer gepasst zum Tanz, zum Thema letzten Endes und das war schon alles okay. Spoiler, ich kenne jemanden hier in der Runde, der fühlt sich sexy, wenn es ein bisschen glitzert, ne? Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Also auch ohne Glitzer. ja, ich arbeite noch damit. Aber kommen wir mal weg von der Sexiness hin zum Ursprung. Wie war das denn bei dir? Hast du dich selbst beworben, um mitzutanzen oder wie war das, als die Anfrage kam? Also nein, ich wurde tatsächlich angefragt, im Sommer war das, Sommer 2015 und die Zusage kam aber echt erst einen Tag vor Weihnachten, also erst viel Ach, später. Krass, so und ich habe dann dieses Gespräch gehabt und ich habe aber ehrlich gesagt nicht dran geglaubt irgendwie. Also natürlich wäre das super gewesen. Ich war auch echt, ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert im ersten Augenblick. Wieso das? Weil du es dir nicht zugetraut hast, oder? Nö, also ich will jetzt auch nicht sagen, Let's Dance hat auf mich gewartet damals im Jahr 2015. Vielleicht war es so. Absolut. Eigentlich hätte ich auch gewinnen müssen. Aber egal, anderes Thema. Jedenfalls kam dann der Anruf und dann, klar, also das war natürlich echt super aufregend und ich war echt einfach total happy, muss ich schon sagen. Es war damals ein Format, wo ich mir immer ganz gut vorstellen konnte, da mitzumachen tatsächlich. Und dann hat es auch geklappt und da war ich wirklich sehr, sehr happy. Ich habe mir vorgenommen dann, okay, du musst dich da gut drauf vorbereiten und so, aber dann haben die auch echt gesagt, nein, warte ab, weil wenn du keine Erfahrung hast, und das hatte ich damals nicht, dann sollte man wirklich auch mit der Trainerin in dem Fall auch beginnen und dann sollte dich da wirklich ranführen und ja. Das war dann der Fall. Ja, dass man auch so den Weg wahrscheinlich miterleben kann. Total, total. Also und die haben auch wirklich, ich meine, natürlich haben die auch diese, die gehen natürlich mit dir auch anders um, weil die auch wissen, die müssen in ganz, ganz kurzer Zeit einfach sehr viel rausholen letzten Endes. Und dementsprechend waren auch die Tage echt lang. Also es waren wirklich, ich übertreibe nicht, es waren einfach 10-12 Stunden Training täglich. Also ja. Und der Körper kennt ja auch diese Art von Bewegung einfach nicht. Auch diese, gerade also die Waden, die waren einfach zu. Der erste Tanz war langsamer Walzer, das heißt, du gehst immer nur runter, hoch und hast nicht gesehen. Das war wirklich echt, aber das war auch irgendwie ein Wahnsinnsreiz, muss ich sagen. Also du hast dich aber gefühlt wie ein Profisportler. Und man setzt sich also, direkt nach. Die Haltung hast du auf jeden Fall. Genau. Es ist ja auch letzten Endes, du gehst ja auch auf ein Level eines Profisportlers, weil welcher normale Mensch trainiert jeden Tag einfach so akribisch und so extrem und das ist wirklich auch dementsprechend, das war für mich auch eine irre Reise, einfach dieser Reiz, schaffst du es in der Kürze der Zeit, irgendwie am Freitag das aufs Parkett irgendwie abzuliefern. Und das war wirklich Dienstag, dachte ich mir immer so, um Gottes Willen, wie willst du das irgendwie jetzt den Leuten auch antun letzten Endes? Und dann war es immer wieder auch sehr verwunderlich zu sagen, okay, wow, ist doch okay, sage ich mal so. Und ja. Aber Stichwort hohes Level. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut auf unsere nächsten Schaltgäste. Wir schalten nämlich mal in das Training von Team Valentini, die ja auf dem besten Weg sind, das Ganze zu gewinnen, würde ich sagen. Hi ihr zwei! Hallo zusammen, wir freuen uns mitten auch im Training. Ich meine, ihr habt ja letzte Woche für euren Tanz sehr gute Kritiken bekommen, obwohl, Valentina, du ja so einen klitzekleinen Blackout hattest. Ein paar Sekunden warst du irgendwie raus. Erhöht das für euch jetzt den Druck für diese Woche oder wie ist das? Klar, wir haben einen sehr, sehr schönen Charleston gehabt, einen Chicago Charleston. Die Woche davor hatten wir 30 Punkte. Da ist natürlich schon ein bisschen Leistungsdruck da. Das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Es war trotzdem ein wundervoller Charleston, den wir da gemacht haben. Und ich bin so froh, dass ich dann irgendwie schnell wieder reingekommen bin. Ein Blackout, das kann immer passieren. Gott sei Dank war es nur ein paar Sekunden. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die neue Woche. Du hast Woche. Dich selbst am meisten geärgert. Ich habe mich so geärgert. Das war so ein bisschen. Ich war eigentlich sehr, sehr happy. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht und weiter performt. Das ist ja das Wichtigste. Und hoffentlich passiert es nie wieder.
Erstes und letztes Mal. Ja. In Show 9 werden wir jetzt direkt zwei Tänze von euch sehen, ein Tanzduell und euren Magic Moment. Was genau erwartet uns und wie läuft das Training? Wir zeigen euch erstmal den Tanz unseres Tanzduells. Wir zeigen das mal, wir sagen es gar nicht. Mal gucken, ihr erkennt es direkt. Was ist das? Bollywood! Also wir dürfen beim Tanz den Bollywood tanzen und im Magic Moment, Valli? Einen Contemporary Tango. Oh. Hast du ja den Song ausgewählt. Genau. Auch das Thema. Lasst euch überraschen, es wird sehr prickelnd, sehr schön, ein sehr moderner Song und wir tanzen einen schönen Contemporary und einen Tango. Also ein Medley sozusagen, ein Medley und auch ein Tanzmedley. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht nur ein Magic Moment, sondern zwei. Dankeschön für eure Zeit und ganz viel Erfolg beim Daumen Training. Sind gedrückt. Wir freuen uns auf Freitag. Ciao, ihr Lieben. Bis bald. Ja, ist das bei Bollywood? Ist das nicht, dass man da so... Also, Bauchkrank, genau so. Genau so nicht, oder? Genau so, ja. Aber das ist doch eigentlich... Ich kann es nicht nachmachen. Also so ein doch, Kostüm kann ich mir aber gut vorstellen. Auf jeden Fall sehr bunt. Ich schmeiß mir gleich hier unsere Kulisse um den Hals und dann geht's los hier. Ach, herrlich. Bollywood. Ja. Hast du denn aktuell einen Favoriten oder eine Favoritin? Ja gut, das sind schon die beiden auf jeden Fall. Also Valentina und Valentin. Also Valentina hat jetzt diesen Solo-Part am Anfang gehabt, letzten Freitag, mit dem Stuhl, wenn ihr euch daran erinnert. Mhm. Und das finde ich ja auch immer echt Wahnsinn, wie gut sie einfach alleine ist sozusagen. Ja. Ne? Weil das fand ich damals so irre schwer. Du hast ja dann immer den Tanzpartner irgendwo als Sicherheit so, und auch so ein bisschen zu vertuschen notfalls sogar. Und sie kann da einfach alleine tanzen und du erkennst einfach letzten Endes teilweise nicht, wer der Profi und wer der Promi ist. Und sie macht das schon echt gut, muss ich sagen. Also sie ist schon, das sieht so wahnsinnig selbstverständlich aus. Ja, und absolut, ja. Ja. Absolut. Nee, also das muss ich schon sagen, da sitze ich jedes Mal so mit der Chipstüte diesmal auf der Couch und denke so, um Gottes Willen. Also da denke ich so, ich verstehe wahrscheinlich dann doch, warum ich aus der vierten Show rausgeflogen bin. Nein, aber es ist schon irre gut, muss ich schon sagen. Also Valentina ist definitiv meine Favoritin. Jetzt hören wir immer wieder, dass gerade hinter den Kulissen alle so zu einer Family zusammenwachsen. Egal, wen du fragst, es ist eine große Familie und man unterstützt sich, man ist füreinander da. Die Tränen sind groß, wenn jemand rausfliegt. Wie hast du das damals 2015 erlebt? Also es stimmt wirklich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das klingt ja meistens so ein bisschen abgedroschen. Ja, eine große Familie und es ist alles so eng. Aber wenn man da auch wirklich mal drin gesteckt hat letzten Endes, es ist genau so. Ja. Also diese Zeit, weil sie eben auch einfach so intensiv ist. Und du verbringst so viel Zeit zusammen und du verstehst auch dann den anderen, wenn er dann irgendwie da durchgehen muss und es klappt irgendwie nicht. Und du willst aber unbedingt, dass es eben klappt. Das ist einfach, das sind alles ja, Leidensgenossen sozusagen auch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise und von daher, das verbindet irre, das ist einfach eine Zeit, die will ich auch echt nicht missen. Es war eine tolle, tolle Reise und ich denke echt gern dran zurück zum einen und ich werde so oft noch drauf angesprochen tatsächlich, also wie oft dann die Frage eben kommt, wie war das denn damals und viele fragen dann, ist das Training wirklich so hart, sage ich, nee, ist das ein Ticken härter. Und kann ich den Luftschwung noch mal sehen? Genau, kann ich, welchen Luftschwung? Luftschwung, das ist leid, nee, aber... Na jedenfalls, es ist immer noch aktuell irgendwo. Mhm. Wir sind ja dann doch jetzt schon mittlerweile sechs Jahre. Und man, wenn man dann, wie du schon eben gefragt hast, wenn man diese Musik, diesen am Anfang das irgendwie hört, da muss ich echt immer wieder an die Zeit denken. Ja, vor allem, du stehst da hinter der Bühne irgendwie, wirst dann aufgerufen, dann hörst du diese Musik eben und denkst so, um Gottes Willen, jetzt geht's dann echt los irgendwie. Du weißt, du hast die ganze Woche für diesen Augenblick gekämpft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer damals irgendwie gern Sport gemacht, Fußball gespielt, Basketball gespielt. Ich hatte auch immer irgendwie die Idee, vielleicht gehst du mal irgendwie in die Profi-Richtung. Hat nicht geklappt, leider. Okay, doch, Gott sei Dank, ich bin jetzt mal unter uns gelandet letzten Endes, aber... Das ist ja auch die Profi-Richtung. Absolut. Also absolute das Champions ist League. Profi-Richtung am aber hallo. Nachmittag. Ja. Ich will nur sagen, also ich hatte immer irgendwie auch die Idee, irgendwie zu sagen, diesen Wettkampfgedanken irgendwie zu haben. Das durch Let's Dance ist es auf jeden Fall jetzt auch dann passiert, dieses Vorbereiten auf den einen Moment und dann musst du irgendwie abliefern. Und dann bin ich rausgeflogen. Naja, nicht direkt. Ne? Das muss man ja schon sagen. Und wir haben es ja auch letzte Woche eben wieder gesehen. Du weißt auch nie, was passiert. Nein, also eben. Du kannst hätte ich noch auch nicht so abliefern. Und so ist es. Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen das Spannende in der Show. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Familienursprung. Mhm. Du sagst, man wächst als Familie zusammen und man könnte sagen, in so einer Familie hat ja auch jeder so seine Position. Und passend dazu habt ihr uns nämlich unter dem Hashtag FragLetsDance gefragt, wer ist eigentlich der Spaßvogel am Set? Und die Frage haben wir natürlich direkt weitergegeben. Ja, das ist nicht so schwer. Wo
Also, wir wissen ja alle, dass Let's Dance von unseren Paaren extrem ernst genommen wird, aber dennoch darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Nee, und deswegen habt ihr uns die Frage gestellt, wer ist eigentlich am Let's Dance-Set der größte Spaßvogel? Und ganz ehrlich, wer kann das besser beantworten als die Promis und Profitänzer selbst? Ich muss jetzt schon lachen. Du bist es nicht. Der größte Spaßvogel dieser Staffel ist Micky, würde ich sagen. Micky Krause ist definitiv der Spaßvogel. Platz 1 teilen sich Micky und Nikolaus Puschmann, weil er einfach hart einen am Helm hat. Ja! Aber wer auch witzig ist, und das hätte ich nicht gedacht, dass er so witzig ist, ist auch Rurik. Rurik ist auch witzig. Stimmt, ja. Ja, Rurik ist eigentlich Geheimname Clown von Let's Dance. Aber auch Ilse. Also Ilse ist auch, die ist immer so unerwartet. Junge! 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 Junge. Kai war richtig geil. Kai fand ich auch echt Kai witzig. Fand ich gut. Ja. Ich muss sagen, Micky Krause. Micky Krause ist echt lustig. Ihr zusammen so. Ja, er hat echt so 50 Jokes vorbereitet für jede Show. Sagt Jokes ganzen Zeit unter die Shows. Wir müssen auf jeden Fall festhalten, hier im Nähkästchen hat keiner einen am Helm, oder? Nein. Nö. Aber also, wir sind tatsächlich der offizielle Micky Krause Fanclub, obwohl ich finde, wir sehen mit den Dingern eher aus ein bisschen wie Tina Turner. Ach, herrlich. Ja, was bleibt uns an dieser Stelle noch zu sagen, außer Dankeschön, danke, dass ihr dabei wart und vor allem Dankeschön an dich, lieber Milos, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Nimmst du uns nicht mehr ernst gerade? Nimmt ihr uns nicht mehr? Bitte? Wieso? Ich habe gerade das Gefühl, wir werden als Hosts nicht mehr ernst genommen. Ich weiß nicht. Aber vorher auch schon nicht. Danke, dass besser du da kann's nicht sein. Am Freitag Let's Dance gucken und nächsten Dienstag wieder bei uns mit euren Fragen. Ja, ne? Ganz genau. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssi. Wie? Schon vorbei? Ja, aber das ist gar kein Problem. Hier findet ihr nämlich weitere Videos. Also hier und hier. Da und da. Ach so, und vielleicht wollt ihr ja gleich die ganzen Staffeln Let's Dance gucken oder die aktuelle nochmal von vorne. Dann könnt ihr das auch. Und zwar hier. Auf TV Now. Da, hier. Hast du da auch schon drauf geklickt? Ich guck mir jetzt lieber, glaube ich, das hier an. Nee, ich guck mir alles an. Na, dann mach doch.